EU-Klimaschutzziel 2030. Österreichs Chance, Vorreiter zu sein. Hallo, mein Name ist Florian Boschek und ich bin Klimaaktivist und Student aus Wien. Heute ist es soweit, der EU-Rat trifft wieder aufeinander. Auf dieser Agenda steht heute auch das Klimaschutzziel für 2030. Dieses ist wichtig und wegführend, um das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben berechnet, dass die EU ihre Emissionen um 65-80% reduzieren müsste, um dieses Ziel einhalten zu können. Nun aber schlägt die Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Reduktion von 55% vor, was zu wenig ist. Nun haben ein paar Länder vorgebracht, um genau zu sein 11, dass wir ein ambitionierteres Ziel von 65% ansteuern sollten. Darunter Schweden, Finnland und Dänemark. Wer ist nicht darunter? Österreich. Nur um nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, das 1,5-Grad-Ziel, das wir beim Pariser Klimaabkommen, zu dem wir uns verpflichtet haben, ist nicht leichtfertig getroffen worden. Es war ein nüchternes Ergebnis aus Verhandlungen mit allen UN-Staaten. Denn der Meeresspiegel wird steigen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Inselstaaten wie die Marshallinseln wird es nicht mehr geben. Es wird katastrophale Auswirkungen auf unser aller Zukunft haben. Und jetzt liegt es ganz einfach an Bundeskanzler Kurz, seine Lippenbekenntnisse, die im Regierungsprogramm stehen, umzusetzen, um wirklich zu zeigen, dass Österreich Klimavorreiter ist. Denn es reicht nicht nur zu sagen, es muss Umsetzungen und es muss Maßnahmen geben. Ich poche darauf, dass Bundeskanzler Kurz heute im EU-Rat für Österreich und für unsere Zukunft argumentiert.